Mehr als nur Radio. Wir senden Inselfeeling und die beste Musik aller Zeiten. Mallorca 95.8, das Inselradio. Also Till, ich kann dir mal kurz erklären, was der Plan für heute ist. Wir sind hier vor der Markthalle im Santa Catalina Viertel. Wir gehen gleich zur Metzgerei Ede und dort habe ich vor ein paar Tagen Stierhoden bestellt. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir die uns an Ort und Stelle auch zubereiten lassen können. Denn es gibt hier in der Markthalle von Santa Catalina einen Stand, wo man sich alles à la Plancha machen lassen kann. Also mal schauen, ob die vielleicht auch die Eier in die Pfanne werfen. Was heißt denn à la Plancha? Ja, in der Pfanne halt. Okay, lecker. Ich freue mich. Also, wir haben sie gefunden, die Carniceria Ede. Und die Frau Ede sehe ich, glaube ich, schon ganz hinten. Ich kenne sie noch nicht, ich habe immer nur mit ihr telefoniert und sie hat die Stierhoden quasi für uns bestellt. ¿Tú las has comido alguna vez? Ich frage sie mal, ob sie das schon mal gegessen hat. En el pasado todo esto era un manjar. Después, como que hemos ido cambiando las costumbres y ahora según quien le habla de esto, dice, como tu amigo. Also sie sagt, früher war das eigentlich ganz normal. Das war wie so ein Schweinefilet, was man gegessen hat. Und nur jetzt heutzutage ekeln sich die Leute halt ein bisschen davor. Aber in ihrer Kindheit hat sie auch also Hühnerfüße gegessen und so. Also von daher. Und sie sieht ja noch ganz gut aus, ne? Ja. Wir schauen einfach mal, ob man uns das gleich netterweise zubereitet, à la Plancha, und wie das Ganze schmeckt. Station 2. Die Stierhoden haben wir jetzt filetiert, kleingeschnitten und gepfeffert und gesalzen. Yummy! Und jetzt stehen wir vor der Bar des Mercat. Das ist was ganz Besonderes im Santa Catalina Markt, weil man kann sich hier Sachen vom Markt direkt zubereiten lassen. Das heißt, du kaufst dir hier irgendwie ein Fischfilet und die werfen das dann in die Pfanne oder du kaufst dir hier ein schönes Hühnchenbein. Das wird auch in die Pfanne geworfen. Das haben wir jetzt leider nicht, wir haben Stierhoden. Aber wir gucken mal, ob das auch funktioniert. Es ist angerichtet und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nein, es sieht wirklich lecker aus. Also es sieht ein bisschen aus wie Hähnchen, finde ich, oder? Ja, Hähnchenbrust. Aber was für eine Soße hat er uns jetzt dazu gegeben? Irgendwas Grünes ist das hier. Ja, eine grüne Spezialsoße von Toni hier. Kann nur gut sein. Wir probieren mal eben die Soße erstmal und dann... Mmh. Oh. Das isst man so zu Hoden. Wir haben uns ja noch einen leckeren Rotwein dazu bestellt. Also ja. Wenn Gourmet, dann richtig heute. Und jetzt ans Angebratene. Und? Wabbelt, ne? Also. Es ist nicht fleischig. Ich habe mir auch von der Metzgerin sagen lassen, es ist ein bisschen so wie Nieren. Ah, ein bisschen blutig ist noch, wa? Jetzt habe ich natürlich genau einen Knorpel hier. Mm. Wir haben es ja, du kannst ja ein anderes Stück nehmen. Mm. Okay. Pass auf, nicht kleckern. Das ist ein großes Stück. Boah. Jetzt ist aber schon ein bisschen Überwindung. Und muss man hochkränken. Das schmeckt jetzt nicht schlimm, aber die Konsistenz ist wirklich. Ist einfach richtig weich. Also, Till, Stierhoden vom Santa Catalina Markt mit grüner Soße von Toni. Wie war's? Nicht so schlimm wie befürchtet. Ich würde sagen, man kann sie essen. Ich würde mir sie aber nicht extra jetzt bestellen. Und ja, Nüsse gibt's bei mir erst wieder zu Weihnachten. Nur Radio. Wir senden Inselfeeling und die beste Musik aller Zeiten. Mallorca 95.8, das Inselradio.